Hey Leute, zwei große Überraschungen für Sebastian Meinberg heute. Zum einen, er wird das schwierigste Diktat der Welt schreiben und er wird eine alte Bekannte treffen. Leute, wir stehen direkt vor meiner alten Schule. Zu glauben. Ich kann es nicht glauben. Es ist mir so unangenehm alles. Kennt ihr den Mann? Das ist der Sebastian Meinberg. Sagt mal, hallo lieber Meini. Hallo lieber Meini. Es ist so schön hier zu sein, weil ich mir vorstelle, wie der kleine Young Meini mit Vollbart hier schon entlang gekommen ist am Morgen immer und sich gedacht hat, heute mal wieder nicht gemobbt werden, wäre geil. Mann, Marc, du bist echt der fieseste Schüler, den ich kenne. Ich hoffe, dass ich dich nach der Schule endlich nicht mehr sehen muss. Meini, ja. Komm, wir gehen da jetzt mal rein. Das sieht schon krass aus hier. Sah das früher auch so aus? Nein, das hatten wir früher alles nicht. Wurde dir hier schon dein Pausenbrot geklaut oder erst später? Hier hat alles begonnen. Ich sag mal, Flaschen drehen oder so. Da hattest du zum ersten Mal... Sebastian Meinberg, da gehen wir jetzt mal hin, komm. Meini, das ist doch schön. Das ist doch... Hier hinten, oder wie? Aber geknutscht hast du da mal. Naja, wenn das beim Flaschendrehen zur Aufgabe gehörte, du weißt, wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann will ich sie auch schaffen. Ey, mir fällt spontan eine Wette ein. Ich wette, du schaffst es nicht, bis zur sechsten Stunde 33 Küsse zu bekommen. Natürlich kann ich das. Sebastian Meinberg, was machst du da? Das geht wirklich zu weit. Ist das Wetter eigentlich hier immer so? Ja. Immer. Also, es ist sehr schwer für euch zu sehen, aber es ist hier permanent leichter Nieselregen. Es ist eigentlich so eher erhöhte Luftfeuchtigkeit und so ist Westfalen. wo sind die Berge? Ich check, wo sind die Berge? Ich check's gar nicht. Wo sind die Frauen mit? Jetzt seht ihr mal, warum er so geworden ist, wie er geworden ist und warum ich halt so bin, wie ich bin. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Doch heute habe ich ein Affen und ein Pferd. Ja, dann gehen wir rein, weil ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Oh nein. Schaut mal, hier sind lauter kleine Lego-Figuren. Sebastian, wo bist du? Tja, also ich habe mich immer noch nicht gefunden. Leute, es ist wirklich gottlos, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Was ist das? Meini, was ist das? Ja, was weiß ich, was das ist? Warum trägst du einen weißen Cowboy-Hut? Aber das schaffst du wirklich nicht. Ich wette, du kannst dich nicht so verstecken, dass dich keiner findet. Kein Problem, natürlich schaff ich das. Das bedeutet, wir müssen schnell ins Klassenzimmer, Sebastian. Das hat geläutet. Nein, also bisher fand ich es gar nicht so schlimm, aber jetzt. Ein grässlicher Ort. Dein altes Federmäppchen, Meini, dein Schulheft, dein Pausenbrot. Ach, diese Hefte, die haben wir dann so vollgeschrieben, dass einem die Hand wehtat. Oh, was ist denn da drin, Meini? Ich dachte, ich hätte es schon geschafft. Ich dachte, das wäre es schon gewesen. Schreibe das schwierigste Diktat der Welt. Im Diktat kommen heute vor. Fremdwörter, Eigennamen und fiese Fälle, bei denen man sich nie sicher ist, wie man sie eigentlich richtig schreibt. Insgesamt 8 Sätze, 139 Wörter und mit Groß- und Kleinschreibung und zusammen oder getrennt rund 1000 Fehlerquellen. 2 sind heute erlaubt. Macht Meini mehr, hat er die Challenge verloren. It's my real talk. Wenn mir der Sebastian Meinberg eine WhatsApp-Nachricht schreibt, dann ist Kommasetzung perfekt, Groß- und Kleinschreibung perfekt. Okay, Diktat, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil ich war ganz gut in Deutsch und in Rechtschreibung. Nur mittlerweile, also diese Autokorrektur überall, die versaut dich ja total. Meini, ich sag's dir nur ungern, aber ich bin jetzt nicht vielleicht die perfekte Respektsperson. Deshalb kommt jetzt Frau Lehrerin. Thank you.
Na, großer Mann? Na. Großer Mann, so hat ihn noch nie jemand genannt. Das Problem ist, die Angela, die weiß sehr viel, also alles von mir. Ihr kennt euch. So ein Zufall. Erzähl mal, du bist jetzt Lehrerin hier in der Schule und warst aber früher mit dem Sibi in einer Klasse. Wie war der Mann früher? Jetzt mal ehrlich. Ein Frauenversteherball. Aber ist er jetzt auch noch, God, oder? Oh Gott, oh Gott! Ist er jetzt auch noch, oder? Zwischen euch lief da auch mal was? Nee. Wenn ich das. Nee? Hey, du hast vielleicht sogar ein Foto noch dabei, oder? In der Abi-Zeitung. Ich möchte jetzt mein Diktat machen. Meinberg heißt du? Seite 71. So, der hatte so Igelhaare früher. Also öfter mal. Die hatte ich vorher auch, meine ich. Ich hatte auch mal so Igelhaare. Das ist erschreckend, was wir alles gemeinsam haben. Das ist wirklich schlimm. Sehr unangenehm. Es wird ernst. Die wichtige erste Frage ist natürlich, welche Farbe hat Deutsch? Ich glaube, bei mir war es gelb. Was ist es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich richtig nervös. Wie bei einer Abi-Prüfung. Nur schlimmer. Das ist schon sehr schwer, gell? Ja. Oh nein! Hey Leute! Ich habe wirklich lange gesucht. Wir haben wirklich tagelang nach wirklich dem schwierigsten Diktat der Welt gesucht. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen. Ja, ich musste bei manchen Dingen dreimal lesen. Hey, und ich habe in dieses Diktat alles reingehauen, was ich finden konnte. Fremdwörter, tricky Klein- und Großschreiben, Eigennamen. Aber meine hat eine faire Chance. Jedes Wort, das vorkommt, hat er mindestens schon einmal gehört. Fühlst du dich bereit? Nein, aber ich mach's trotzdem. Ja. Okay, ich starte, ich lese den Satz einmal vor, relativ zügig. Was? Und dann lese ich den Satz noch ein zweites Mal, ein bisschen langsamer vor, damit du den Satz verstehst. Am Morgen sinniere ich ab und zu, meinen nächsten Urlaub in Nordafrika zu verbringen, nämlich in Libyen. Sebastian Meinberg wird jetzt schon im ersten Satz einen Fehler machen. Meinen nächsten Urlaub in Nordafrika zu verbringen. Aber nur morgens, immer am Dienstag, manchmal mittwochs, selten am Donnerstagnachmittag, jedoch nie und nimmer freitags nachts. Jedoch nie und nimmer Freitag nachts. Freitag nachts. Ja, das ist doch auch schon wieder tricky. Jedoch nie und nimmer Freitag nachts. Okay, ich habe eigentlich mit krass komplizierten Worten gerechnet und jetzt sind schon diese Wochentage ein Problem. Das kann doch nicht sein. Aber jetzt müsstest du dich entscheiden, weil du hast jetzt nicht noch 3 Jahre Zeit, das zu überlegen. Ah, das gibt mir so Lehrer-Vibes. Ja, voll. Du solltest das beruflich machen. Wenn du das Wort nicht schreibst, ist das ein Fehler. Das war ein böser Blick. Ja, ich schreib's ja. Ja, und das ist echt krass. Freitagnachts schreibt er wirklich richtig. Zusammen und klein. Also da sieht man schon, der hat heute eine Chance. Absatz Nummer 2. Das Zustandekommen der Gelatine im Buffet unserer Ambitionen zur Transzendenz steht im Kontrast zur immanenten Limitation unseres Seins in einer Kernspintomographie und ähnelt einer Trilogie. Ich starte von vorne. Moment, ich muss jetzt auch mal starten. Also ganz ehrlich, Leute, ihr könnt doch nicht, es muss doch auch, Angela, es muss doch auch, Schule muss doch auch Sinn machen. Das Zustandekommen der Gelatine im Buffet. Sehr gut. Gut, da sind sie jetzt, die krass komplizierten Wörter. Und das ist echt auch eine Psychonummer, weil wenn du dir im Kopf so verschiedene Schreibweisen vorstellst, dann sieht irgendwann alles richtig aus. Oh, ich muss durchatmen. Nächster Satz. Ich finde, dass Marc Salber das... Mark kann ich ja, das ist mir sympathisch. Ich finde, dass Marc Seibold nach wie vor ein fieser Redakteur ist, der seine Kontrahenten gerne in Bredouille bringt. Jetzt kommen wir zu einem von vielen Endgegnern heute, das Wort Koryphäe. Nichtsdestotrotz ist er eine Koryphäe und bei den Abonnentinnen äußerst beliebt. Das ist eine Lüge. Hier wird nichts in Frage gestellt, hier wird stur abgeschrieben. Koryphäe. Alter. Ich habe das mit C im so vor Augen und im Kopf. Nur ich bin nicht ganz sicher, ob man es nicht mittlerweile eigentlich offiziell mit K schreibt. Es sieht schon komisch aus. Es widerstrebt mir, so einen Blödsinn zu schreiben. Und er ist sexy.
Ist das der eine kleine Satz, den du geschrieben hast? Weil die anderen Wörter, die kennst du ja nicht mal. Du kannst sie ja nicht mal aussprechen. Schreibt man sexy mit X oder mit CH? Man weiß es ja nicht. Hey, und jetzt das letzte Wort dieses Diktats ist wirklich heftig. Ich habe es schon so oft verwendet, aber als ich gesehen habe, wie man das schreibt, ich konnte es nicht glauben. Zwischen Hoffnung und Desillusionierung auf unserem Weg durch das Labyrinth des Lebens, verwirrend wie ein Dekolleté. Dekolleté. Das ist der letzte Satz. Was ist der letzte Satz? Das heißt, ein Abschnitt ist jetzt ein Satz, ja. Und da kommen ungefähr 7 Wörter drin, die kein Mensch schreiben kann. Ich glaube, so sieht's aus. Okay. So, ich gebe dir jetzt noch 2 Minuten Zeit. 2 Minuten nur? Du kannst noch einmal drüber schauen und dann gibst du es bitte ab. Änderst du jetzt in der letzten Sekunde noch was und genau das, was du dann änderst, das kann so der Lucky Punch sein oder genau falsch. Und das Schlimme ist ja, wenn es dann falsch ist, du hattest es vorher richtig, dann streichst du es durch. Das ist doch Horror. Okay, Sebi, die 2 Minuten sind um. Heft zuklappen. Nein, du hast keine Zeit mehr. Also, Heft zu mir. Ich korrigiere das jetzt. Nicht nötig. Und dann komme ich einfach gleich wieder und wir schauen mal. Freitag nachts, Kernspintomographie, Bredouille, Koryphäe, Lumineszenz, Labyrinth und dann noch irgendwas Dummes. Im Worst Case habe ich 7 Fehler. Aber mit sehr, sehr, sehr viel Glück ist nur Koryphäe falsch. Ich bin aufgeregt. Hat aber lange gedauert. Ich habe was mitgebracht. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir kommen zum Ergebnis, Sebastian Meinberg. Das Diktat begann mit dem Satz, am Morgen sinniere ich ab und zu. Und bereits im dritten Wort hast du einen Fehler. Was? Bei sinieren? Du hast Zeniere mit einem N geschrieben und man schreibt es mit Doppel-N. Ja, da musste ich mir auch noch an den Füller gewöhnen und das alles. Diese ganzen Tage wie Dienstag, Mittwochs, Donnerstag, Nachmittag und Freitag nachts hast du alle komplett richtig geschrieben. Yes! Selbst Freitag nachts, was wirklich schwierig ist. Ja, das muss ich ja überlegen. Man schreibt es zusammen und klein. Und du warst ja kurz schon davor, ja. Es auseinander. Freitag groß und nachts klein. Sehr gut. Marc Seibold ist sexy, auch falsch. Komischerweise richtig geschrieben. Das hat mich Überwindung gekostet. Krass. Also das ist wirklich, dass du auch Labyrinth richtig geschrieben hast und Dekolleté. Sehr gut. Du hast nur einen Fehler gemacht. Was? Alles andere ist richtig. Ich habe nur sinieren falsch geschrieben? Ja. Was? Nein. Nein. Meini, du hast insgesamt 4 Fehler. Katastrophe. Ja, das ist doch viel zu schwer. Auch im ersten Satz direkt hast du Libyen falsch geschrieben. Das ist krass. Man schreibt. Achso, das I kommt zuerst, das Y kommt dann. Richtig. Das ist andersrum. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, gell, auch ein bisschen Leichtsinnsfehler. Ja, Transzendenz. Ich vergessen. Sinieren Leichtsinnsfehler, dann hättest du nur Libyen und Koryphäe falsch. Ich meine, es war schon knapp. Ja, was heißt knapp? Ich fand's schon irgendwie. Ja, knapp. 4 Fehler ist dann Kack ist das. Schon ehrgeizig. Wenn ihr hier keine 3 weiteren Challenge mehr verpassen wollt, dann lasst mal hier ein Abo da. Und hier seht ihr, wie Ari in ihre alte Schule hin musste und einen Mathe-Test bestehen musste. Und hier unten rechts seht ihr nochmal, wie ich ein Sofa geklaut habe.